Okay Leute, die Spoiler haben sich erweitert und ich habe mir mal gedacht, wir reden über ein spezielles Thema, denn es geht um die Schwäche von Kaido bzw. die Tatsache, dass Kaido vielleicht doch nicht so stark sein könnte, wie wir alle gedacht haben. Ein sehr interessantes Thema, Leute, deswegen lehnt euch zurück, los geht's. Und damit, ja Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video und in dem heutigen Video reden wir über die erweiterten Spoiler und Leute, vermutlich über die Schwächen von Kaido oder dass Kaido hier wirklich absolut auf die Fresse kriegt im wahrsten Sinne des Wortes. Also es ist leider so und das ist etwas, was mich so ein bisschen überrascht, was schon ziemlich irgendwie heftig ist, weil Kaido hier in der Tat ziemlich aufs Maul kriegt. Er blutet, er wird verwundet von den Leuten, sie durchstechen ihn, also die Scabbards sind hier gemeint und ja, wir gehen jetzt mal detailliert drauf ein und da will ich noch so ein bisschen meine Meinung mit euch teilen, Leute. Ein bisschen rumgetalke hier über die neuen aktualisierten Spoiler und bevor es aber losgeht, Leute, falls ihr Kanal noch nicht abonniert habt und ich nichts mehr verpassen möchte bezüglich One Piece, die neuesten Spoiler, neueste News etc., gerne ein Abo da lassen, würde mich sehr freuen und dann seid ihr auch immer auf dem aktuellsten Stand und nun gehen wir in die neuen Spoiler. Die aktualisierten Spoiler, die haben uns so einiges gezeigt, nämlich dass Marco und Perospero sich in der Tat darum oder deswegen zusammengetan haben, weil sie halt gegen Kaido kämpfen wollten und das haben sie dann auch soweit mit Big Mom besprochen, denn diese haben endlich Big Mom getroffen und Big Mom mag Marco, ja, Big Mom und Marco und Perospero, die reden alle ganz korrekt, aber Big Mom schlägt dieses Angebot aus, ja, denn Big Mom sagte, nein, meine Antwort ist final, ich will mit Kaido diese Allianz eingehen. Dann sagte Perospero zu Big Mom, ey, aber wir wollen dich als Piratenkönigin haben und dann sagt Big Mom eiskalt, ja, ich weiß, vertraust du mir etwa nicht, ja, das zeigt schon irgendwo, dass dieser Verrat von Big Mom gegenüber Kaido, dass der eines Tages hier vor der Tür stehen wird, in der Tat, und Marco, der spricht hier ganz locker auch mit, ja, so, als wären sie so alte Bekannte, also ich hätte jetzt gedacht, dass Big Mom Marco so angreift oder sowas und Big Mom wundert sich, dass Marco hier mit den Strohhüten, also mit den kleinen Kids hier quasi zusammen agiert, ja, ob das wirklich so der Anspruch von Whitebeard gewesen ist und Marco sagt dann einfach ganz trocken, nee, wir tun das, wir sind frei, wir tun das, was wir wollen und somit hatte sich das erst einmal erledigt und dann sehen wir hier auch noch Carrot, die hier Richtung Perospero rennt quasi, also sie will ihn natürlich rächen, also Pedro, und will den natürlich umlegen, also sie will Perospero natürlich tot sehen. Hier haben wir aber nichts weiteres, ja, Ruffy, der rennt weiter Richtung Onigashima Castle, so wie auch in den letzten Kapiteln. Was jetzt mit King und Queen ist, wissen wir natürlich nicht, die kommen hier nicht so groß im Kapitel vor. Wir haben von Yamato das Color-Schema, also wir wissen, wie die Haarfarbe, wie Yamato generell farblich aussieht. Ja, ich verlinke euch natürlich alles in der Videobeschreibung oder unten in den Kommentaren, Leute, und sie verfolgt immer noch Momonosuke und Shinobu. Die rennen immer noch weg. Und jetzt kommen wir zum interessanten Punkt, meine Freunde, ja. Kaido oben auf Onigashima gegen die Scabbards, ja. Wir hatten ja in den letzten Spoilern, dass Kaido so einen Blitzangriff droppt, ja. Aber dieser Blitzangriff, der hat überhaupt gar keine Wirkung, etc. Also die Scabbards, ja, die weichen da locker aus und die greifen Kaido zusammen an, ja. Nekomamushi, der benutzt seine elektrische Klaue quasi, haut Kaido die voll in die Fresse quasi. Kawamatsu schlitzt Kaidos Nacken auf, ja, er blutet auch und Kaido haut dann Kawamatsu weg, ja. Dann Inuarashi, der hier ebenso Kaido angreift, ja, der seinen Schwertfuß quasi in Kaido reindonnert und sie können ihn absolut verletzen, also sie greifen ihn hier die ganze Zeit an und verletzen ihn wirklich heftig, ja, und das ist etwas, was ziemlich überraschend ist. Diesbezüglich wird Kaido natürlich ziemlich angepisst sein, beziehungsweise er wird sehr sauer und er wundert sich selber, genauso wie wir uns alle wundern, wie können sie, obwohl sie noch lange nicht so stark sind wie Oden, ja, das ist ja wirklich innerhalb des Kapitels, wie können sie trotzdem Kaido hier angreifen? Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Und dann kommt der Kaido ebenfalls nochmal mit einem Borrow Brief, ja, und dann benutzt Raizo zum Beispiel so eine große Ninja-Schriftrolle quasi, absorbiert diesen Angriff und schießt den zurück zu Kaido, wie zum Beispiel das Uchiha Nagaichi von Madara zum Beispiel, also dass er den Angriff quasi damals von den Bijus aufgenommen hat und wieder reflektiert hat quasi. Und das ist schon unglaublich, wie die Scabbards hier Kaido aufmischen. Ja? Dann haben wir hier nämlich so einen kleinen Flashback, dass Oden versucht hat, ihm, also den Scabbards, sein Schwertstil, sein zweites Schwertstil aufzudringen quasi. Und das wollten sie nicht. Sie haben ja alle ihren eigenen Kampfstil etc. Und haben aber hier auch vielleicht ein bisschen von Odens
Ryohaki gelernt, aber wir erfahren in dem Flashback, dass die Oden damals nicht zugehörte. Also Oden wollte ihnen das Ryohaki beibringen, aber sie hörten im Großen und Ganzen nicht zu. Und das ist das Ganze, was das so ein bisschen, ich weiß nicht, komisch macht, spannend macht. Kriegen wir später nochmal eine Vervollständigung des Flashbacks, dass sie es doch noch gelernt, weil dieses Ryohaki ist ja ein zentraler Punkt. Es ist wirklich ein zentraler Punkt, hier gegen Kaido zu kämpfen. Und Leute, das war's noch nicht. Nach diesem kleinen kurzen Flashback, wo sie Oden quasi ignoriert haben bei dem Training, ja, dort hauen dann auf einmal Inuarashi, Kinemon, Denjiro und Ashura Doji, die hauen hier auf einmal zwei Schwerter in ihre Hände und machen genau diese Pose von Oden Kozuki und sie greifen dann alle zusammen Kaido an, ja, mit einem Angriff und greifen Kaido genau an diesem Spot an, wo Oden Kaido damals verletzt hat, ja, nämlich diese große Narbe und Kaido erblutet. Er blutet und seine Augen werden weiß, so als wäre er irgendwie so bewusstlos oder so. Leute, natürlich ist Kaido nicht besiegt, aber es ist ziemlich, ziemlich verwunderlich, wie sie Kaido hier dominieren. Ich weiß nicht, wie ich das einschätzen soll. Die Sache ist nämlich die, wir haben von Oda die Samurai ziemlich lange oder schon seit Punk Hazard eingeführt bekommen. Diese sind schon seit Anfang an als sehr stark anzusehen und plottechnisch geht das auf. Also es macht Sinn, es ist jetzt zum Beispiel nicht unbedingt ein S-Pull zum Beispiel. Also es ist eher so die Möglichkeit, dass Kaido hier überhaupt nicht großartig ernst macht oder die Scabbards ernst nimmt oder sowas in der Art. Es scheint hier irgendwie so ein faden Beigeschmack zu existieren und dieser fade Beigeschmack, der stört mich so ein wenig, ja, das lässt natürlich die ein oder andere Frage offen. Ist Kaido eventuell doch nicht so stark, wie wir vermutet haben? Ist wirklich alles eine Frage des Hakis oder der Technik? Und wenn wirklich alles eine Frage des Hakis ist, ja, hat Kaido ein absolut schwaches Ryo-Haki, also sein normales Rüstungshaki kann unmenschlich stark sein, aber diese erweiterte Form von Haki, dieses Ryo-Haki oder das Advanced Ryo-Haki, ist das so viel stärker als das normale Rüstungshaki? Weil wenn ich mir das hier so angucke und mir das so durchlese und diese letzten Kämpfe gegen Kaido und die Scabbards mal angucke und das jetzt hier mit dazu, dann wirkt dieser Kampf von Ruffy in seinem Gear 4 gegen Kaido, der wirkt absolut surreal. Es wirkt absolut surreal, als wäre Kaido völlig, nicht er selber quasi. Also es ist völlig unglaublich, wie die hier gegen Kaido agieren können, welche Freiheiten diese hier haben, um halt hier Kaido wirklich zu verletzen, ihn sogar fast hier fertig machen in diesem Kapitel. Und das ist etwas, was ziemlich verwunderlich ist. Natürlich ist es mir bewusst, dass Eiichiro Oda einen Weg finden muss, indem er die Ligen, in der Kaido, Ruffy und die Scabbards und so sind, die sind ja verschieden, also Kaido ist in einer komplett anderen Liga als Ruffy und Co., dass Oda versuchen muss, auf Kampf so ein bisschen diese Ligen wieder ein bisschen nah beieinander zu bringen, dass diese nicht so einen krassen Gap haben, ja, dass Oda das versuchen muss, die zusammenzubringen, das ist mir natürlich klar, aber ich muss dir ganz klar sagen, die Scabbards, die wirken hier nicht unbedingt zu stark, sondern Kaido wirkt hier einfach zu schwach, als wäre die Full-Zoan-Form von Kaido kein wirkliches Power-Up, sondern eher ein Nerf für Kaido, weil Kaido kann in dieser Drachenform nicht großartig kämpfen, wie er jetzt in der normalen Form kämpfen könnte, ja. Er kann ja nur seine Boro-Breaths mit, keine Ahnung, Blitzen oder sowas abschießen und das war's im Groben und Ganzen und er kassiert die ganze, weil er so groß ist, er ist nicht wendig, er ist vermutlich auch nicht so ganz so schnell in dieser Drachenform. Ich persönlich muss sagen, diese Drachenform ist für Kaido vermutlich nicht so ein gutes Power-Up. Ja, der Boro Breath hat natürlich eine absolut krasse Zerstörungskraft, das ist halt einfach so, aber man darf ja nicht vergessen, das ist nicht alles. Ja, wenn der Gegner schneller ist als du, flinker ist als du, dann bringt dir das eigentlich nicht viel und ich wundere mich, warum Kaido es trotzdem hier so versucht. Ja, ich bin gespannt, was Oda hier versucht durchzusetzen, weil ich mir nicht ausmalen kann, wie oder das hier plant, beziehungsweise was er hier vorhat. Ja, Kaido, der kriegt hier in diesem Kapitel völlig aufs Maul, die ganze Zeit aufs Maul, Leute. Er blutet, er ist verwundet, die Augen von ihm werden weiß, ja, seine Pupillen sind weg. Also, ich weiß nicht, wie oder was Oda hier vorhat. Denn man muss natürlich hier eins sagen, ich kann mir gut vorstellen, Ruffy und Co., die werden spätestens in Kapitel 1000 dort oben auftauchen. Akt 3 Ende, große Tragödie. Ich kann mir gut vorstellen, dass Oda das hier so ein bisschen hinauszögert oder dass Oda hier einfach, weil er ganz genau weiß, dass die Scabbards hier keine Chance haben, hier das Ganze ein bisschen so ein wenig überdramatisiert oder überspitzt, weil er ganz genau weiß, dass Kaido im nächsten Kapitel nichts mehr hat, dass er einfach wieder
bekommen. Ich meine, die letzten Wunden bei dem ersten Angriff, die waren schon weg. Also Kaido hat eine unglaublich krasse Heilfähigkeit, beziehungsweise da das Oda hier hingeht und uns einfach zur Schau stellt, wie resistent diese Zoan-Teufelsfrüchte sind, beziehungsweise wie schnell diese sich regenerieren. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass Eiichiro Oda diesen Weg geht und Kaido sich einfach so mehr oder weniger gehen lässt, ja, dass er halt einfach zur Schau stellen kann, wie heftig sich diese Zoan-Teufelsfrüchte ja regenerieren können. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, weil das wirkt wirklich surreal. Wenn es wirklich darauf hinausläuft, dann ist es für mich fein, aber das Ganze hat irgendwie einen echt, echt faden Beigeschmack, dass Kaido, erinnert euch mal, als Oda ihn das erste Mal eingeführt hat, ja, wie brutal, wie übermächtig er gewirkt hat, und jetzt kassiert er gegen, in Anführungsstrichen, die Scabbards, ja, gegen Inuarashi, Nekomamushi ist es ja noch okay, aber gegen den ganzen Rest, so Kawamatsu oder so, ja, Kawamatsu, der wirkt überhaupt nicht stark oder sonstiges, sondern er kann Kaido verletzen, also es ist sehr unglaublich, also es ist sehr, 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 sehr unglaublich, und ich muss halt einfach sagen, Oda plant ja definitiv was, Leute. Eure Meinung zu diesem ganzen Thema gerne in die Kommentare. Findet ihr, Kaido wirkt jetzt zu schwach oder nicht, ja? Ich weiß es nicht. Also es ist sehr, sehr schwierig. Wir müssen mal abwarten, bis das Kapitel rauskommt, dass wir da die Bilder haben, dass wir da vielleicht ein bisschen mehr und ins Detail analysieren können, dass wir da mehr interpretieren können, ein bisschen mehr gucken können, was jetzt wirklich der Sache ist, Leute. Dann bin ich erstmal raus. Ich hoffe, euch haben die aktualisierten Spoiler gefallen. Falls ja, gerne Daumen nach oben da lassen und natürlich ein Abo. Da verpasst ihr natürlich nichts. Ich bin raus, wünsche euch einen entspannten Tag. Macht's gut, haut da rein. Ciao und tschüss.